Also es gibt eine Podcast-Folge von Lanz Brecht, da spricht man über exponentielles Wachstum, wo ist Ende? Also es ist so ein bisschen so irgendwie, wie soll ich das vergleichen? Irgendwie so, ihr nehmt einen Teich, ja, und da wächst eine Pflanze drauf und die Fläche verdoppelt sich jeden Tag und nach 30 Tagen ist alles voll. Und am 29. Tag rufen wir alle, ist doch alles in Ordnung. Warum? Die Hälfte ist ja noch frei, weil wir diesen Verdopplungseffekt gar nicht hinkriegen. Das ist so, es gibt einfach kein endloses Wachsen und schon gar nicht, hey, ich pitche euch jetzt eine Idee.